Moin und herzlich willkommen zu einem neuen unspezifischen Video. Heute befassen wir uns nicht mit Ködern, sondern mit Aufbewahrungsmöglichkeiten für Köder und unserem Equipment, wenn wir angeln gehen. Bisher hatte ich immer meinen großen Rucksack von Spro mit dabei und ich hatte mal übertrieben viel mit an Equipment ans Wasser genommen. Das soll sich nun ändern. Ich möchte einfach gezielter vor den Angeltrips die Köderauswahl treffen und dann möglichst kompakt an den See fahren. Aber beginnen wir mal. Insgesamt haben wir heute 3 Kartons hier zu öffnen. Ihr seht es, das hier ist von Fish Candy. Also die Marke ist eine besondere, beziehungsweise der Hersteller. Aber genug gequatscht. Ich blende mal kurz hier ein Bild ein von meinem bisherigen Angelrucksack von Spro und beginne mal diesen Karton hier zu öffnen. So, jetzt schaue ich selber einmal kurz nach, ob da irgendwie ein Lieferschein oder so drin verborgen ist, den ihr nicht sehen müsst. So, der Lieferschein ist entfernt und wir sehen hier eine Daiichi Seiko Bauchtasche namens EGIREC MS-W10. Und warum ich mir diese hier geholt habe, erkläre ich euch jetzt. Bei dieser Tasche hier ist es vergleichsweise wie bei einem Soundsystem. Es ist erweiterbar. Man kann sich von der Marke selber einzelne Komponenten hinzukaufen. Man fängt beispielsweise mit der Soundbar an, dann nimmt man nochmal einen Subwoofer dazu, immer teurere Teile und es wird immer größer. So muss man nicht alles auf einmal kaufen und nur das, was einem auch wirklich gefällt. Dann kommen die Front Speaker vorne links, vorne rechts, die Rear Speaker hinten links, hinten rechts und so ähnlich ist das bei dieser Tasche hier auch. Doch fangen wir mal an. Ich packe sie mal eben aus. Gucken. Ich denke, die kann ich hier einfach aufreißen. Ja. Ich glaube, das ist schneller gemacht. Ihr seht es vielleicht schon hier an diesem kleinen Pappeinhänger. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes Molle-System und wir haben die Möglichkeit, mit anderen Komponenten hier diese Tasche zu erweitern. Hier würden wir andere Module noch zusätzlich einstecken können. Das Ganze stammt von der Army, bin ich der Meinung. Die haben auch diese Molle-Systeme und so könnten wir beispielsweise auch hier auf der rechten Seite oder linken Seite, wo es uns dann gefällt, eine weitere Tasche hinzufügen. Die ganze Tasche ist erstmal sehr schmal gehalten und vom Aufbau in der Tasche selber auch ganz interessant. Wir öffnen sie jetzt mal und wie wir jetzt sehen können, haben wir hier viele Platzangebote für unsere Köder. Das Ganze können wir hier einfach herausnehmen. Wir haben hier ein kleines Stretchband und so würde sich dieses ganze Teil hier, falls wir auch Salzwasserköder benutzt haben, beziehungsweise Köder im Salzwasser, können wir dieses System hier einfach herausnehmen, abspülen die Köder und dann können wir sie wieder einfügen. Oder wir haben ganz andere Ideen, dann lassen wir dieses Modul einfach weg und können hier unseren Aufbau ganz nach unserem Geschmack natürlich dann auch anfertigen. So, ich klipp's nochmal schnell rein. Schnell gemacht. Auf der anderen Seite auch einmal. Diese Ecke auch noch und wieder alles wie vorher. Nun ist Daiichi Seiko keine recht günstige Marke, kommt aus Japan und von daher spielt es einem umso mehr in die Karten, dass man nicht gleich alles auf einmal kaufen muss, sondern nach seinen Bedürfnissen alles nochmal upgradet. Durch dieses Molle-System, die Tasche ist ja so schon recht schmal, hätten wir beispielsweise die Möglichkeit, eine weitere Tasche hier ranzufügen. Dann hätten wir einfach das doppelte Volumen für die Köder. Dann finden wir hier noch einen Reißverschluss. Hier können wir beispielsweise auch unsere Angelpapiere verschließen oder verstauen. Oder was uns dann gefällt. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, irgendwelche Taschen hier zu erweitern, sondern durch dieses Molle-System haben wir hier vielseitige Einsatzmöglichkeiten von Metallclips
beispielsweise, wie man es hier auf dieser Werbung sehen kann, Routenhaltern. Also wir könnten sogar tatsächlich unsere Route hier reinstecken. Oder, wie dieses Bild hier unten auch zeigt, einmal die Subpocket. Aber machen wir mal weiter. Und zwar schauen wir uns nochmal hier dieses Bild an. Hier ist nochmal abgebildet, wie so ein Molle-System funktioniert. Und das probieren wir gleich mal aus. Habe ich hier noch was vergessen? Na klar, auch hier am Gurt haben wir noch Möglichkeiten, Dinge zu verstauen. Oder man sieht hier wieder das Molle-System, unser System zu erweitern. Und wenn ihr mal genau hinschaut, dieser Reißverschluss ist sogar wasserdicht. Jetzt könnt ihr es besser sehen. So. Angelpapiere hier rein. Und es bleibt trocken. Auf der anderen Seite finden wir das gleiche vor. Es muss auch gar nicht unbedingt als Bauchtasche getragen werden. Wir könnten uns das auch noch auf den Rücken schnallen. Also jeder so, wie er es beliebt. Auch dieser Reißverschluss hier ist wieder wasserdicht und hat ein Molle-System hier. So, ich mache das Ganze wieder zu. Auch die Tasche hier ist wasserdicht. Sorry für das Geklöder hier von dem Pappschild. Das entferne ich auch gleich. Die Tasche habe ich mir selber gekauft und werde ich auch nicht zurückschicken. Also nicht, dass ihr das denkt. So, machen wir das zweite Päckchen mal auf. Und bevor ich euch hier weiter ins Ohr knister, werde ich das Ding mal schnell hier aus deiner Folie entnehmen. So, geschafft. Diese Subpocket 1416 ist ein Erweiterungsmodul mit dem Molle-System. Es ist ganz einfach, hier die Tasche zu befestigen. Wir haben hier Druckknöpfe. Wir gehen hier gleich einmal durch dieses Molle-System hier durch und verschließen unsere Druckknöpfe und dann ist das bombenfest. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mir auszusuchen, links oder rechts zu erweitern. Ich lege es gerade mal ran und von mir aus dürfte das sogar ein bisschen rüberstehen hier. Wenn ich vielleicht die beiden hier nehme. Na, ich denke, ich entscheide mich für die beiden. Also, ich mache das jetzt hier auch gerade zum ersten Mal, von daher habt ein bisschen Geduld, aber das läuft schon ganz gut. So könnt ihr besser zuschauen. Und wir sind durch beide Führungen durch. Das gleiche machen wir nochmal mit der anderen Seite. So, auch das ist geschafft. Jetzt klippen wir sie hier zu. Eins und zwei. Die Werbung entfernen. Das ist das gleiche drauf wie auf dem anderen vorigen. Und wir sehen hier, wir haben hier einen neuen Verstauraum geschaffen. Auch wieder mit Reißverschluss. Und auch wieder mit dem Molle-System. Also auch hier können wir wieder zusätzliche Dinge anbringen. So, bei dem kleinen Subpocket haben wir die Maße von 14 x 16 cm und 6 cm ist die breit. Bei der großen Tasche, ich halte es einmal in die Kamera. Hier unten steht es, haben wir Maße von 18 cm in der Höhe, 25,5 cm in der Breite und 8 cm Tiefe natürlich. Jetzt ist es Zeit, die Taschen hier mal abzunabeln. Nummer 1, Nummer 2. Nun gibt es ja noch weitere Dinge, die wir dann am See benötigen, beziehungsweise am Wasser. Ich werde mal kurz hier den Gürtel auseinander trennen und
So haben wir, glaube ich, eine schönere Optik. Beispielsweise ein Maßband, auch von der gleichen Firma Daiichi Sico. Ich hole die Scale mal kurz raus. Ich zeige es ja mal in der Kamera hier. Wir finden hier einen Karabiner vor. Diesen Karabiner können wir natürlich in unser Molle-System einhängen. Wir haben hier auch eine Anleitung mitgeliefert. Und wie uns die Anleitung schon verrät, geht die Scale bis 1,25 Meter. Auch diese Scale ist sehr kompakt. Wir finden hier ein Gummi vor. Das ziehen wir einmal nach hinten. So. Normalerweise können wir es einfach fallen lassen, dann geht es schneller. Mit Hilfe der Schwerkraft. Wie wir auf der Anleitung sehen können, ist hier wirklich exaktes Messen möglich, dadurch, dass wir hier zwei Schieberegler haben, beziehungsweise einen Schieberegler, um den Fisch dann auch wirklich bis zum Ansatz zu messen. Wir haben hier das eine Ende und ziehen einmal das rechte Stück bis zum Schwanz des Fisches, je nachdem, und haben dann auch die Möglichkeit, das Ganze einmal aufzuklappen, damit man eine breitere Messkante hat, einfach für den Fisch. Wir würden jetzt hier 50 cm messen und klappen das Ganze schnell wieder ein. Fahren den Regler zurück. Neben dem Karabiner ist das hier aus Kunststoff. Das Material, was die Scale natürlich auch dann schön angenehm leicht macht. Wir haben jetzt hier das Bändchen wieder rumgezogen. Zack. Und könnten so nun weiter angeln. Einmal eingehakt ins Molle-System. Das klicke ich mal hier fix ein. Und schon geht's weiter. Ein weiteres Equipment ist dieser Multi-Clipper. Ich hole ihn auch mal fix raus. Hier haben wir dann die Möglichkeit, wenn wir ihn dann ins Molle-System integriert haben, beispielsweise Handschuhe zu befestigen. Huch. Der ist gleich weggesprungen. Wir können hier auch ein Handtuch befestigen. Das Ganze kann man hier einmal hochklappen. Das ganze System hat so einen kleinen Greifer auch. Wenn wir das zusammendrücken, können wir Dinge halt einfach schnappen. Ich guck mal gerade, haben wir irgendwas, was ich mal greifen kann. In diesem Fall beispielsweise ist es hier ein Hygienereinigungstuch bzw. eine Verpackung davon. Aber wir drücken den Clipper wieder zusammen und schon ist das Ganze wieder gelöst. Wir haben jetzt sogar die Möglichkeit, das System hier zu drehen und in die Richtung zu bringen, wie wir es benötigen. Wir könnten sogar unsere Rute an uns anlehnen und vor den Umkippen bewahren. Das Ding hier ist breit genug, sodass wir einmal zusammendrücken und tja, ganz praktisch, wie ich finde. Ich zeige euch hier nochmal kurz die Anleitung beziehungsweise auch Beispielbilder. Und wie wir hier erkennen können, wird das nicht in dieses Molle-System hier eingefügt. Dieser Platz bleibt frei hier für andere Dinge, sondern tatsächlich hier am Ende in den Gürtel eingefügt. Hier sehen wir, ähnlich wie bei einer Gürtelschnalle. Ich werde das Ganze mal kurz versuchen. Hat jetzt ein klein wenig gedauert, bis ich es raus hatte. Also wir müssen hier nicht mal was öffnen. Das ganze Teil hat hier eine kleine Öffnung. Wir müssen einfach nur mit dem Gürtel von oben nach unten das Ganze so weit durchklemmen, bis wir
die Lasche bzw. den Gürtel auch wieder hochziehen können. Und jetzt mache ich das Ganze an der anderen Seite auch noch einmal. Und wir gehen hier rein und drücken einmal runter. Und Nummer 2 haben wir nun auch hier drin. Also können wir den Bügel wieder runterklappen hier, je nachdem wie wir es benötigen. Und haben hier wieder weitere Befestigungsmöglichkeiten an unserem Gürtel oder Bauchtasche, je nachdem wie man es nennen mag. Nun fehlt noch die Öffnung unserer Fischcandybox, die wir hier vorfinden. So. Einmal die Schere beiseite und das Ganze ist kein Lakritz, sondern ich hoffe, das ist auszuhalten für eure Ohren. Den Karton stelle ich mal kurz beiseite und ich will auch gar nicht unterschlagen, was hier noch drin war, wenn man sich schon so viel Mühe gibt. Also wir haben hier Aufkleber, Bonbons und Sour Patch Kids. Die kenne ich gar nicht. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht in Deutschland normalerweise zu kaufen. Eigentlich ist sowas ja gar nicht mein Fall, aber die werde ich jetzt mal probieren. Boah, wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen könntet. Also, der Name hält, was er verspricht. Alter Schwede. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Produkt. Und was ich gerade sehe, hier hat jemand mitgedacht. Das ist ja cool. Das ist ja wirklich mal ein Beigebsel, was auch zum Produkt selber passt. Wir haben hier einen Karabinerhaken mit einem Hakenschutz bzw. für Drillinge. Hier könnt ihr einfach euren Köder, euren Hardbait mit Drilling reinstecken, wenn die Größe es zulässt, und somit habt ihr dann euren Köder immer schnell und griffbereit in eurer Nähe. Mega. Kurz gucken, wie das Teil hier funktioniert. Okay, hier geht das Ganze auf. Wir haben so eine kleine Sprungfeder. Das können wir wieder zuschieben. Wir haken es ein. Und schieben es wieder zu. Hier ist dieser Mechanismus. Die grünen Nupsis reindrücken und schon öffnet es sich. Und wieder rein. Cooles Gimmick auf jeden Fall. Stark. Vielen Dank dafür. Können wir ja auch gleich eigentlich mal anbringen, ne? Also, kurz das Schild entfernen. Und wenn wir es nicht hier im dicken Molle-System anbringen wollen, können wir es natürlich auch hier einfach am Zipper. Sollte ja auch gehen. So. Und schon haben wir unseren Hardbait schnell griffbereit. So, weiter im Programm. Hier handelt es sich um die Gunplier inklusive Holster. Auch diese hier ist wieder von Daichi Seiko. Hier unten sehen wir wieder die Marke. Und somit auch abgestimmt genau auf das System. Hinten haben wir auch wieder eine Anleitung drauf. Ich hole die ganze Pistole mal kurz raus. Ach, super einfach sogar. So. Und Leute, das ist richtig hochwertig. Und auch richtig schön leicht. Also es wiegt kaum was. Wir haben hier wieder den Karabiner hochwertig verarbeitet. Und das ganze System können wir eigentlich so in unseren Molle-System einfügen. Oder aber auch mit dem Karabiner an ein System nach unserer Wahl. Aber am Karabiner würde er hin und her baumeln, deshalb schlage ich mal vor, dass wir den Karabiner hier
entfernen. Den Karabiner können wir für andere Dinge noch benutzen, die auch nicht unbedingt von Daiichi Sico sind. Wir können uns das Ganze natürlich so aufbauen, wie wir das wollen. Wir haben hier die Möglichkeit, mit dem Imbus reinzugehen und dann auch noch diesen kleinen Clip zu entfernen. Aber das wollen wir ja gar nicht. Ich würde sagen, wir bringen das Ganze mal an. Vielleicht sogar im unteren Bereich. Ich denke, das ist noch ein bisschen hilfreicher, wenn das unten sitzt. Wir haben jetzt hier unser Holster und die Zange selber, den Hakenlöser. Dieser funktioniert super angenehm. Man hat so viel Grip, also einfach nur wie eine Pistole, einfach am Abzug ziehen und schon schließt sich die Zange hier. Damit bist du der Cowboy-Held am Erdbeerfeld. Das Coole daran ist, dass wir diese Zange einfach, wenn wir den Trigger hier drücken, einfach reinstecken können. Und die Zange, die kommt nicht selber raus. Ich kann hier ziehen und das Ganze löst sich nicht. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis. Von daher wäre es mies, diese Zange hier zu verlieren. Wir ziehen erst wieder den Trigger und können die Zange ganz einfach rausziehen. Und schon haben wir diese Zange immer griffbereit. Im besten Fall würden wir es sogar so hinkriegen, dass wir mit einem entsprechenden Kescher den Fisch abhaken im Kescher selber und den Fisch gar nicht erst angefasst haben und einfach wieder so den Fisch releasen können. Das ist wahrscheinlich die schonendste Art und ja, das werde ich vielleicht dann mal am See demonstrieren. Kommen wir zum letzten Part unserer heutigen Reise. Ich werde hier mal kurz aufräumen. So. Ganze wieder ein bisschen zurechtzuppeln hier. Den Karabiner haben wir. Und machen wir weiter mit diesem Stückchen hier. Das Ganze ist ein Karabinerhalter und mit einer Besonderheit. Auch hier haben wir wieder so ein Laschensystem. Gut. Bei den nächsten Daiichi Sico Produkten bin ich wahrscheinlich schneller und schlauer beim Auspacken dieser Teilchen. Dieses Sicherheitsseil hier gibt es in verschiedenen Längen. Das Coole dabei ist, dass wir, wenn wir eine Sache haben, wie zum Beispiel ein Handtuch, können wir dran fixieren, was vielleicht immer am Mann bleiben muss und vielleicht einfach nur auf einer bestimmten Entfernung von einem Meter gebraucht wird, bevor wir dieses Teil verlieren. Wie zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, eine Sonnenbrille. Wir befestigen eine Seite an unserem System und haben jetzt die Möglichkeit, wenn wir mal gucken, ja, jetzt dürfte ich bei einem guten Meter sein. Und wir sind wieder in der Ursprungsform. Von daher für irgendetwas, was nicht verloren gehen darf. Man könnte natürlich auch jetzt hier das noch an diese Pistole hier anbringen. Wobei, dann fehlt mir wieder ein bisschen die Freiheit, weil ich vielleicht auch mal meinen Nebenmann oder so die Zange zum Aushelfen rüberreiche. Aber das war jetzt gerade nicht das Spannendste, sondern dieser Karabinerhaken ist magnetisch. Wir würden eine Sache, wie beispielsweise auch hier die Scale oder aber auch den Kescher, hieran befestigen und mit einem kleinen Ruck haben wir hier diese beiden Magneten getrennt und ja, bei der Stärke hier, lasst euch gesagt sein, ihr fällt nicht einfach auf irgendwas ab. Ich guck mal, jetzt ziehen sie sich schon zusammen. Ich demonstriere das nochmal. Na, so. Ja, der geht jetzt schon auf Tuchfühlung hier, der Kandidat. Zieht schon. Und das hält ordentlich. Also einen kleinen Ruck. Und ihr habt die Sache, die ihr wollt, frei zur Verfügung. Und mit dem System könnt ihr natürlich vieles eurer Geräte oder eures Zubehörs mit einfach an dieses System beifügen. Wir sehen hier, wir haben sehr, sehr viele molle Systeme noch, wo wir Platz haben, Dinge zu befestigen. Und das Schöne ist, jedes einzelne Teil ist wirklich sehr, sehr leicht. Ob das hier der Karabiner ist, mag natürlich auch dem Plastik geschuldet sein, aber die Dinge sind hochwertig verarbeitet. So kennen wir JDM Tackle.
Wie ihr seht, haben wir hier auch so einen kleinen Imbus dabei gehabt, den wir jetzt aber überhaupt nicht brauchen. Es gibt von Daichi Seiko eigentlich auch noch andere Systeme, dadurch, dass das ganze System aus Japan stammt und dort auch Giftfische unterwegs sind, haben die beispielsweise auch solche Zangen, womit man den Fisch anfasst. Das ist natürlich für die deutschen Fische hier überhaupt nicht schonend und sehr grob, so einen Fisch mit so einer Grip-Zange anzufassen. Aber da bei giftigen Fischen, die man nicht anfassen darf und kann, macht das natürlich Sinn. Wenn ihr Fragen habt, wo ihr die ganzen Sachen herbekommt, könnt ihr mich gerne auf Instagram anschreiben. Und in dem nächsten Video zeige ich euch, was hier rankommt bei mir. Und ich verrate euch jetzt schon, es wird ein 200-Euro-Kescher, der hier rankommt. Keine Bange, 200 Euro habe ich auf gar keinen Fall bezahlt. Wie ein 200-Euro-Kescher aussieht und was dieser kann, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.